Die geht auch. So, die da in der Mitte. Von hinten sieht doch das aus wie eine Pobacke. Oder wie ein Herz. Jetzt war da letzte Woche oder vor 2 Wochen war meine Nachbarin mal da. Hat sich die Tiere mal richtig angeschaut. Ups. Und da meinte sie, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, das sieht aus wie beim Mann unten zuvorderst. Und da sagt man immer, die Männer denken so schlimm. So, jemand bat mich in den Kommentaren mal ein Video zu machen über meine Atta-Anlage. Habe ja schon ein Video gemacht, wie ich es gebaut habe. Sieht eigentlich immer noch gleich aus. Habe heute mal wieder ein bisschen ausgemistet. Unüberschaubares Chaos, stapelweise Kartons und Dreck. Nur ganz schmale Gänge verbleiben zwischen Tonnen von Müll. Jetzt haben sie wieder Platz für neue Blätter, Platz für mal einen getrockneten Apfel und hier unten Platz für Haferflocken. Das Getränk habe ich hier auf dem coolen Tableau von Ants and Fire. Vielen Dank nochmal dafür. Und Ziel ist es, die Blätter hier zu schneiden. Also hier schneiden sie. Schneiden, schneiden, schneiden. Gehen dann rüber. Meistens sind sie so blöd und gehen unten durch, anstatt hier über den Stängel oder über den Ast. Und dann gehen sie da. Schauen, ob ich das da unten in die Wurzel rein. Danach gehen sie hier durch, ist noch nicht viel los gerade, kommen hier hinten wieder hoch und dann geht es über diese Röhren nach hinten runter und nach Hause in die 2 Pilzbecken, die voll sind und keine Ahnung wieso die hier nicht weitermachen. Also wer einen Tipp hat, wie ich sie stimulieren, animieren kann. Oh ja. Okay. Da sind sie. Da sind sie. Der soll es doch in die Kommentare schreiben, weil ich habe keine Ahnung. Entweder sind sie zu faul oder zu blöd oder keine Ahnung. Letztes Mal beim 2. Pilzbecken, da war auch nichts. Da ging nichts los. Und lernen Sie die deutsche Sprache perfekt zu beherrschen. Oder damit Sie es auch wirklich verstehen, du komm in Kurs. Lernen Deutsch, ja? Und dann war ich mal 4 Tage im Urlaub. Und als ich nach Hause kam, war da schon die Hälfte vom Becken war voll. So, weiter noch. Also. Das Aquarium war mal für Fische da. Jetzt gehört es zu Ameisen. Macht mir Spaß. Und irgendwann bekommen sie dann auch noch ein bisschen mehr Auslauf. Also da die ganze Wand da nach hinten vielleicht. Falls die Freundin das zulässt. You know, you just need to relax and stop overreacting. Murdered this man. Yes. You tortured him. Of course. Aber wir schauen mal, ha? Also, ich hoffe, dem Herrn, der das gefordert hat, hat es gefallen. Er hat einen Einblick in meine Atta-Anlage und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!